Dankeschön für 50 Barren. Hey Jay, danke schön. Mir geht's gut, Jay. Ich hoffe, dir auch. So, damit herzlich willkommen. Mal schauen, was als nächstes kommt. Die Eilende. Falls ein Mod da ist, kann er bitte mal den Low-Level-Chat anmachen. OP habe ich gut überstanden, ja. Wie viele Abos ich habe, siehst du, indem du oben nachschaust. Zart-Bitter-Schokolade. Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. By a sea, sure up me end of days. In summer. Dankeschön für die Likes. Seit wann hat die einen Schnauzer? Seit wann hat du einen Schnauzer wahrscheinlich? Ich habe schon immer einen Schnauzer. Herzlich willkommen. 40 müssten es jetzt sein. Hi Lord. Das heißt Hi Drache. Den Lord kannst du dir stecken.
werde nie verstehen, warum nicht so viele zuschauen. Dann sind wir schon zwei. Aber ich verstehe auch nicht, warum du zuschaust. Wenn du es schon nicht verstehst, dann schau halt nicht zu. Wenn wir nicht mehr auf 90. Wir waren mal auf 95, glaube ich sogar. Bester Mann. Mhm. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich sag's nur einmal heute noch, weil mich immer wieder die Leute fragen. Mir geht es gut. Dankeschön. So, danke für die Likes. Ich liebe Drachi. Okay. Gut, dass ich... aufnehme. Was noch? Also ich will heute auf jeden Fall zwei Projekte aufnehmen. Yonder will ich heute beenden. Da werde ich noch zwei Parts oder so aufnehmen. Dann ist der Part, das Projekt beendet. Gute Nacht mit... Was? Guten Nachmittag, Drachi. Servus. Dankeschön dir auch. Run, right here. Au. Don't cry then. Danke, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut. Schlechten Menschen geht's immer gut, weiß man doch. Danke. Au. Low Capture. Dankeschön für die 50 Likes. Das Lord kannst du dir stecken. Drache reicht. Jasmine, dankeschön fürs Abonnieren. Vielen lieben Dank. Ja genau, wir kommen bei den Drachis. Rhymer, dankeschön für... Was zur Hölle? Schon wieder ein Tausender haut er schon wieder raus. Bist doch echt verrückt, ey. Vielen, vielen lieben Dank. Rhymer. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Würdest du mir mal... Rhymer, würdest du mir mal reinschreiben, wie ich deinen Namen aussprechen soll? Oder soll ich einfach Remo sagen? Aua. Es tut weh. Ach ja. Remo, perfekt. Alles klar. Muss ich mich jetzt bloß dran gewöhnen. Ach ja. Meiner Freundin geht's gut. Danke der Nachfrage. Wie geht es dann? Also hatten wir schon. Huhu. Ich find's immer cool, wenn ihr meine gleichen Nachrichten mehrfach kommen. Au. Lass nur mal schnell liebe Grüße da und würde dir also und wünsch dir einen schönen Tag. Hab nämlich gerade Pause. Alles klar, Alex, danke schön, dass du da bist. Oder da warst. Wie lange seid ihr eigentlich schon zusammen? 12 Jahre? Wir hätten immer mehr Jahre. Wir sind so lange zusammen, wie wir zusammen sind. Drache, erwache. Bist du witzig. Du hast eine Freundin. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Dankeschön. Au. Au. Strecken ist echt noch unangenehm mit der Narbe. Mach's gut, vielleicht bis morgen. Alles klar, vielleicht auch noch bis heute Abend. Mal schauen, wie es mir heute Abend geht. Jasmine, dankeschön. Warum zieht sie nicht zu dir? Wer sagt, dass sie nicht hier wohnt?
Gotta, you gotta have. Was geht heute noch so? Was heute noch so geht? Aufnehmen vor allem. Oh. Warum eigentlich Drache? Hat das einen bestimmten Grund? Boah, warum juckt jetzt meine Nase? Alter! Drache war ursprünglich mein Spitzname. Das ist schon ein paar Jahre her. Schon geil. Was zockst du zurzeit? Gute Frage. Zurzeit zocke ich eigentlich bloß die Spiele, die ich jetzt playe. Jetzt ab. Immer diese E-Mails. War heute eine geile Folge, Hyrule. Ah, danke schon. Ja, die, danke schon für die Likes. Für die Barren. Entschuldigung, nochmal danke für die Barren. Ist es euch aufgefallen? Ich hab's erst gar nicht gemerkt. Die Folge Hyrule Warrior, die heute kam, die kam nur deswegen heute, weil ich die anderen Parts nicht hochgeladen habe. Irgendwie habe ich den achten Part überpeilt. Keine Ahnung warum. Dash, dankeschön. Dankeschön, Dash, für die. Jetzt habe ich das Lied verloren, wo ich eigentlich machen wollte. Vielen Dank für die Barren. Dominik, dankeschön. Tonight. Vielen Dank an die, für die ganze Unterstützung, Leute. Drache. Willst du nicht den... Was dein eigenes 3D-Game in meinem 3D-weiteren Simulator haben. Kein Interesse. Ah, richtig, was ist los hier? Over the hills and far away. Another. Bist du eigentlich Raucher oder Gelegenheitsraucher? Ich würde eher Letzteres sagen. Ich bin eher ein Gelegenheitsraucher, denke ich. Nice night is night. So gefällt mir der Chat viel besser, wenn ich nicht meinen Abo-Chat anmachen muss. And far away, this is another day.
Serana, danke, Serana, hallo. Echte Männer puffen nicht. Ich kann auch durchaus Lunge rauchen. Aber mir gefällt Lunge rauchen nicht. Kann man irgendwann Shirts von dir kaufen? Kann man doch schon. Guy, Dankeschön und willkommen bei den Drachis. Servus und ein... Ich weiß aber gar nicht, was ich sagen soll. Dankeschön fürs Abo und vielen und herzlich willkommen bei den Drachis. Was soll ich jetzt sagen wollen? Es gibt doch Shirts von mir. Ich hab einen eigenen Shirt-Shop. Wartet mal, ich poste den euch mal rein. An den Shirts werde ich, denke ich, heute auch noch mal ein bisschen was machen. Beziehungsweise Merchandise gibt's halt von mir. Dominik, dankeschön fürs Abonnieren. Alter, was geht denn heute ab? Jetzt abonnieren alle. Dankeschön fürs Abonnieren, Dominik. Wo kann man die kaufen? Ich habe euch einen Link reingepostet. Ich hoffe, man sieht ihn. Der ist jetzt gerade ganz unten angezeigt. Where the hills and far away. Wie viel Geld bekommst du, wenn ich ein Shirt kaufe? Es kommt aufs Shirt an. Ich krieg für jedes Shirt Provision, aber es ist bei jedem Shirt anders. Es kommt aufs Logo an oder aufs Shirt an. Manche Shirts sind teurer, da ist die Provision weniger. Da stelle ich weniger ein, dass das Shirt nicht unendlich teuer ist. Und Chris, dankeschön fürs Abonnieren und fürs Abonnieren, Quatsch. Vielen, vielen lieben Dank für die 1000 Barren. Ich bin jetzt auch ein Drachi. Jawohl, dankeschön, Dominik, und willkommen. Hat man den Link sehen können? Warum rauchst du überhaupt? Weil es mir schmeckt. Rana, wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Ich soll dich fragen, ob du die... Ich werde niemanden blocken. Wer geblockt ist, hat schon seinen Grund, wer geblockt ist. Drache ist der Beste. Oh, dankeschön. Aber ihr seid die Besten, denn ihr schaut hier zu, ihr unterstützt mich, ihr helft mir dabei, weiterzukommen und größer zu werden und noch mehr reisen zu können. So sieht's auch. Was? Ach so, aus. Du hast mich auch mal geblockt. Wenn du keine Scheiße baust, wirst du auch nicht geblockt. Ist Rauchen nicht schlecht für die Wundheilung? Ich habe ja nichts an der, ich bin ja nicht an der Lunge operiert worden. Dann wäre es ja nicht geblockt worden. Wenn jemand geblockt ist, ist er geblockt. Dafür kann ich nichts. So, kam der Link jetzt eigentlich durch vom Shirt-Shop? Servus, Rana, servus. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob das jetzt durchkam. Er hast mich aber wieder entblockt, zum Glück. Echt? Habe ich das? Also normalerweise entblocke ich niemanden. Ja, nö, yep, ja, klar. Ja, Link war da. Okay, wenn... Dann scheißen wir und die anderen das sagen. Ne, Low Level ist an. Ja, Low Level hat damit nichts zu tun, weil ich bin kein Low Level, ich bin Level 77. Ich bin High Level. Okay. Weißt du nicht mehr? Nee, das weiß ich nicht mehr. Hab gesagt, ich möchte dich abonnieren.
Echt? Ach, jetzt weiß ich. Da habe ich aber glaube ich gesagt, dass ich dich entblocke, nicht weil du mich abonnieren willst, sondern weil das anscheinend ein Fehler war. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Das ist so. Mache ich so selten sowas. Rainer, was hast du heute noch so vor? Bisschen streamen, je nachdem wie lang, weiß ich noch nicht. Und anschließend noch ein bisschen aufnehmen. Ja, mal gucken, wie es mir heute geht. So, ich bin erstmal offline, habe unterwegs kein gutes Internet. Alles klar, schönen Abend dir noch. Oder schönen Tag dir noch. Wann bist du heute aufgestanden? Boah, heute bin ich spät aufgestanden. Heute bin ich um 9:30 aufgestanden. Glaube ich. Oder war es doch 9? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß es nicht mehr, wann ich aufgestanden bin. Keine Ahnung. Kannst du uns einen kleinen Vorgeschmack geben auf ein neues Projekt? Na, neue Projekte kommen, ne? Die Let's Plays will ich halt aufnehmen. Findest du jemanden eine großen Grüßen im Stream ausrichten? Können tue ich's, ja. Genau wie ich. Das. The sleeping of the dreams. Prince of hope, my life. Das Wetter schaut nicht so gut aus heute. Amma, dankeschön für die 500 Barren. Okay, den Niklas soll ich grüßen. Moin Drache, servus. Hallo Drache, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Die Nachfrage, hoffe dir auch. Wie findest du das neue Album von Enziferum? Hab ich immer noch nicht angeschaut, Mann. Muss ich mal machen. Restore this lifetime. Save a lifetime. Echt nett, die ganze Scheibe ist einfach nur epic. Ja, muss ich unbedingt machen, ey. Steht ganz oben auf meiner Liste, aber ich bin noch nicht dazugekommen. Da, Enziferum ist immer geil. Da bin ich sogar bereit, mir blind die CD zu kaufen, ohne ein Lied von der CD gehört zu haben. Dankeschön für die 50 Barren. Warum sag ich eigentlich bei den Likes immer Barren und bei den Barren immer Likes, Alter? Shortest lifetime.
der Landsaufnahme. NC-Fallroom ist einfach immer geil. Hör mal einfach mal ins Album rein, hätte ich gesagt. Mach das an, ich schick dir den Link. Brauchst du gar nicht, habe ich schon. 400 Likes, Dankeschön, Genius. So. Darf ich nächstes Jahr zur Kirchweih kommen? Das ist doch mir egal, wo du hingehst. Das geht auf mich nichts an. Tino, Dankeschön für die 1000 Barren. Grazie, vielen, vielen lieben Dank. Merci. Schon gesehen. Ah, das geht schnell. Ich kann auch trotz meiner Legasthenie sehr schnell schreiben mit dem Computer. Dann mach's gut. Da fällt mir ein, ich hab meinen Torhammer gar nicht um, ne? Hab meinen vor einem Jahr verloren. Nee. Hab meinen Mjölnir auf MPS dieses Jahr verloren. Achso. Das ist natürlich nicht so geil. Ich kenne den Text nicht. War geraten. Was ist dein Schwipschwab Product Placement? Quatsch. Als ob ich ein Product Placement von Schwipschwab mache. Ich glaube, es hängt. Nee, dann habe ich 10 Jahre lang gehabt. War das letzte Geschenk meiner Mutter. Ah, das ist schlecht. Drache, hast du schon wieder ein Auto? Vielleicht? Servus. Moin, moin. Servus, Martin.
So, weil ich den Link noch offen habe, ein letztes Mal. Falls es jemanden interessiert, das hier ist der. Das ist der Link zu meinem Merchandise. Weil vorhin nachgefragt wurde. Hallo Drache, liebe Grüße aus Graz, Österreich. Okay. Dein Merch ist echt teuer. Da kann ich nichts dafür. Ich kann nur ich kann nur ein bisschen was am Ding machen. Dankeschön für die 1000 Barren. Ich kann nur ein bisschen was am Ding ändern. An der Provision, die ich kriege. Aber die Preise sind von vom Ding selber angegeben. Von der Seite. Da kann ich nicht viel machen. Mit dem Bart sieht es aus wie Magnum. Alles klar. Also positiv gemeint. Naja. Wie dumm manche Menschen sein können. Verstehe ich nicht, dass manche Menschen so dumm sind. Dass Dummheit nicht wehtut. Wow, ey, die würden den ganzen Tag schreien. Die würden den ganzen Tag vor Schmerzen schreien. Du bist nicht geblockt, aber wenn du Leute hier schreibst und hier absichtlich Scheiße baust, fliegst du raus. Das stimmt schon, ja. Warum benutzt du das nicht als Logo? Was? Gibt es eine 30k Special? 30k für was? Grüß mal Vanessa, sonst hätte ich doch mal gegrüßt für die gute Vanessa. Das Logo von der Tasse. Ich habe die Seite schon zugemacht, ich habe keine Ahnung mehr, was da für ein Logo drauf ist. Aber alle Logos, die da drauf sind, habe ich schon mal als Logo benutzt. Da sind schon ein paar veraltete Sachen auch mit drauf. Mein heutiger Tag sieht so aus, dass ich heute vor allem noch ein bisschen aufnehmen möchte, streamen möchte, bearbeiten möchte und so weiter und so fort. Weiß noch nicht genau, mal gucken. Grüße aus dem schönen Mittelfranken. Jo, dann schöne Grüße aus dem guten, Das habe ich komplett vergessen, wo wir sind. Oberfranken? Ne, Unterfranken. Schöne Grüße aus Unterfranken. Was machst du beruflich? Ich bin YouTuber und Streamer. Dankeschön! Ey, Remo, ne? Haut schon wieder voll raus. Ne, doch, Remo hat schon gepasst. Was haben wir schon gehabt? Dankeschön, Drache. Jo, kein Thema. Jesse, dankeschön für die 1000 Barren. Fast zur Hölle. Voll krass, dankeschön. Okay, also auch wieder aktiv. Vermute, dass du wegen den Operationen nicht regelmäßig streamen konntest. Genau das ist es.
Mittlerweile geht es mal wieder besser. Five Solo, so ungefähr. Danke für die ganzen Barren. Alter, was ist denn heute los? Ey, ich hau dir voll raus, ja, voll heftig, ey. Ferdi, dankeschön. Und Servus. Jesse, dankeschön. Angie, dankeschön. Pro 50 Barren eine Stunde länger. Na klar, sonst noch was? Warst du dieses Jahr Taubertalfestival? Ich gehe doch nicht aufs Taubertalfestival. Wo kommen wir denn da hin? Schon geil, ey. Das ist ein richtiger Burner, das Lied. Das Lied. Die Band. Hallo Drache, servus. Hast du eine Spezialität, wenn es ums Kochen geht? Und du meinst, was ich ganz besonders gerne koche oder ganz besonders gut koche? Eigentlich nicht. Was ist dein Lieblingsessen? Habe ich gar keins. Waren die Operationen gefährlich? Bleibt ja Riesennarbe zurück. Keine Ahnung, ob die gefährlich waren, habe ich nicht nachgefragt. Mich interessiert es nicht, ob es gefährlich ist oder nicht. Hauptsache überstanden. Ja, ist richtig. So Raver. Was kann ich mit dem Namen aussprechen soll? Lol. Hauptsache du wirst wieder gesund, das ist das Wichtigste. Also entweder ich überlebe oder ich überlebe es nicht, da mache ich mir keinen großen Kopf drüber. Laut! Haut hier eure Schafe raus! Maria, servus! Alex ist ja auch da, hey ho! Boah, ich bin voll müde gerade. Moin Rainer, servus Alex! Auf meinem YouTube-Kanal wird nichts mehr kommen, nee. Alles gut bei dir.
Ja, ein bisschen unangenehm mit dem Shirt über die Wunden, aber ansonsten geht's mal gut. Drache ist müde. Also Drache, erwache. Bist du witzig. So normal wie Raver. Warte, wie Rave, wie Raver. Und Raver, was? Normal und Raver, wie Raver. Das ist kompliziert. Ah ja. Ich glaube, das beste Medizin, ja, aber ich bin ja vor ein paar Stunden erst aufgestanden. Was heißt ein paar Stunden? Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder einige Zeit her. Der Schnauzer steht hier. Warum fällt euch mein Schnauzer so auf? Nur weil ich mich rasiert habe? Voll krass. Den Schnauzer habe ich doch immer. Fällt mir der Schnauzer nur auf, weil ich mich sonst rasiert habe? Fällt das jetzt mehr auf? Der Schnauzer ist toll. Ich habe schon immer einen Schnauzer gehabt, seit ich mich rasiere. Ab und zu rasiere ich ihn mal ab. Dann schaue ich jung aus, ey, ohne Scheiß. Ich finde, Vollbart steht dir besser. Das sagt meine Freundin auch. Nachher streame ich. Aber was ich mache, weiß ich noch nicht. Alles klar. Hast du nur Lust und Zeit, einmal einen Sprung reinzuschauen oder bist du auf der Arbeit, Alex? Und war doch eine gute Idee mit dem Surfen. Was? Minuten könnten wir gerne machen. Alles klar. Kannst du, wenn du magst, schnell in den Gast gehen und dann ziehe ich dich rein. Hilfe. Muss ich jetzt erst mal als vorbereiten kurz. Gut, 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 gut. So. Das Bild. Hey ho. Metal Rainer. Servus. Hörst du mich gut? Ja, ich mach bloß mal sauber. Kurz. Hey, wie geht's dir, hallo, Junge? Ich hab dich länger nicht gesehen jetzt, ey. Alles ja, gut? Hast du das mitgekriegt, ja? Du hattest eine OP am Bauch, ja, ja, hab ich schon gesehen, ey. Heftig, heftig. Ja, heftige ja, Narbe. Alle rausgenommen. Junge, was geht? Ah, das wird schon. Aber du hast überlebt. Gut. Bitte? Du hast überlebt. Ja, auf jeden Fall. Aber ja. Ich bin sowieso unverwüstlich, weißt du doch. Aber was war das genau? Waren das irgendwas an der Galle oder sowas, habe ich mir sagen müssen? Gallensteine. Also die Galle wurde rausgenommen. Genau, die Galle wurde rausgenommen, Gallensteine. Und die Galle war, normalerweise wird es mit der Schlüsselloch-OP gemacht. Also ich habe ja auch am Bauchnabel so eine kleine Narbe. Und dann werden normalerweise drei Löcher gemacht. Und dann wird es mit der Schlüsselloch-OP gemacht. Das Problem ist nur, dass die Galle bei mir, weil ich so lange gewartet habe, danke für die 500 Banner. Weil ich so lange gewartet habe, ist die OP schwieriger gewesen, weil die Galle angeschwollen war. Ich habe ja, ich war ja schon eine Woche vorher im Krankenhaus und da bin ich dann wegen der Kirchweih nach Hause, ne, dass die nicht hier irgendwie alles zerlegen, während ich im Krankenhaus bin.
Hat sich ja auch als gut herausgestellt, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich aber die ganze Woche Schmerzen gehabt, wo ich dann daheim war. Und dann war das an einem Tag so schlimm und dann wurde das über Nacht auch so extrem, dass ich dann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Bin ins Krankenhaus gegangen und dann haben die mich auch direkt operiert. Also ich bin reingekommen, dann ist unterm Tag dann der Arzt gekommen und hat gesagt, ja, so, ich habe ihnen jetzt einen Termin gemacht und sie bekommen morgen und werden sie morgen operiert. Wie ist denn das? Darf man eigentlich dann die Gallensteine behalten oder so? Hättest du den Arzt fragen können, so, hey, Herr Arzt, ich will die Gallensteine als Souvenir behalten. Ging das oder haben die die weggeschmissen? Wäre bestimmt gegangen, Da hättest du doch eine aber geile Kette draus machen können aus deinen Gallensteinen oder so, weißt du? naja, ich denke, das sind nur so, ich weiß nicht, wie stabil die halt sind, ne? Ach so, boah, Ob die dann keine nicht Ahnung. vielleicht. Ich hätte gefragt, ob ich sie behalten darf. Ich habe auch eigentlich überlegt zu fragen, aber ich habe dann tatsächlich nicht gefragt. Irgendjemand hat vor einiger Zeit, glaube ich, Alex TV hasst dich. Ach, das Name, bezweifle ich. Das ey. bezweifle Ich ich hasse dich stark, nicht, Alter. Rainer, ich liebe dich, das weißt du. Ja, klar. Nee, ey. Der Typ, ne, ohne Scheiß, wie mir der auf die Nerven geht. Weißt du, wie oft ich den heute, nur heute gebannt habe? Bestimmt schon wieder um die 10 Mal. Ach, lasse machen, lasse machen. Was mich allerdings irritiert ist, warum der sich immer wieder entbannen kann. Den habe ich jetzt gebannt, ne? Und wenn ich jetzt ein paar Minuten warte, ist der wieder entbannt und ich muss ihn wieder bannen. Der hat halt wahrscheinlich irgendeinen Proxy oder was weiß ich. Ich kenne mich da auch nicht aus, aber der wird schon seine Ja, aber Wege da haben. Ist normalerweise müsste egal. der Account gebannt werden, ne? Deswegen irritiert mich das immer. Das habe ich auf Juno auch schon mal in den Support gehauen, aber wenn du jemals mit dem Support irgendwie so technische Probleme ausklanovern wolltest, dann weißt du ja selbst, Juno interessiert sich dafür nicht. Das ist echt eine Katastrophe, ey. Ja, so Alex sieht's aus. TV Ich ist bin cool. übrigens gerade wirklich bei der Arbeit. Siehst du? Ah, okay. Aber ja, kurz, die 5 Minuten habe ich kurz. Das lasse ich mir nicht nehmen, mit dir zu schnacken. Wir müssen mal echt auf Skype gehen, so. Weißt, ich bin auch nicht so oft auf Skype. Ja. Aber lass uns mal bei Gelegenheit ein bisschen in Ruhe quatschen, würde ich sagen. Müssen wir mal machen, ja. Vor allem dann können wir ja auch mal ausmachen, ob wir uns jetzt mal treffen. Dann können wir auch mal Jan da fragen, weil der wollte ja auch dabei sein. Dann machen wir halt mal so ein kleines Treffen zusammen. Ja, das wäre richtig nice. Fände ich richtig cool, auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall nicht schlechter. Yeah. Ach ja, und du machst jetzt gerade eine Zigarettenpause quasi, oder was? Ja, klar. Ich bin hier so ein bisschen am Rödeln, am Machen mit dem Chef zusammen, gell? Du hast doch ein Kurz Black Sabbath Zigarettenpause, T-Shirt an, Entzeigung. oder? Hä? Black Sabbath, ja klar, ey. Ja, das sofort gesehen. Als du gerade so aufgestanden bist, habe ich sofort gesehen, das müsste doch Black Sabbath sein. Ah Ach ja, ja. das gab's bei H&M für 2 Euro, Alter. 2 Euro H&M. Black Krass. Sabbath. Yeah, Sau cool. richtig geil. Richtig geil. Absolut genial, Yeah. ja. Ach ja. Nee, Bin hey, Fan nicer von Alex, Schnurrbart, du. ey, der steht dir gut, finde ich, der Schnauzer. Macht dich älter, weißt du, ich meine, ein bisschen Ja. seriöser. Ist Ich habe gut. ja normalerweise habe ich ja noch ein Kinnbart und den Schnauzer. Aber irgendwie fällt der Schnauzer ist irgendwie nie jemandem aufgefallen. Und jetzt habe ich mich vorhin mal schön rasiert, weil ich ja durch meinen Bauch und so weiter konnte ich mich nicht so leicht vorbeugen zum Rasieren und alles. Und generell ist mir ja alles ziemlich schwer gefallen. Jetzt mittlerweile geht's ja wieder. Und jetzt habe ich mich halt mal rasiert. Habe mir auch mal geduscht vorhin. Da bin ich ja noch sehr, sehr Ach, vorsichtig. Da bin ich ja, immer ich sehr, bin auch sehr vorsichtig. vorsichtig mit Duschen. Duschen ist Nee. gefährlich. So. Ich meinte nicht einmal am Bauch. ach so, das meinst Klar. Genau. Und dann habe ich mich danach gleich mal schnell rasiert und so weiter. Haare gewaschen habe ich jetzt nicht. Muss ich aber auch unbedingt noch machen. Ja, mal gucken. hier, Ding, guck mal hier, da hat wer hat es gerade geschrieben, der Großinquisitor. So, bei Erdogan ist das auch sehr seriös. Du müsstest dir hier noch so ein bisschen an den Seiten das auch noch abrasieren. Dann bist du super seriös. Ja, genau hier, ne? Ja. So. Nee, Spaß. Ja, klar. Ach ja. Alex, als was arbeitest du? Fragt hier gerade jemand. Ich bin eine wie sagt man da, so Thekenschlampe? Ja, Geheimagent, ne? Allerdings, ne? Das ist bloß so die Tarnung. Ups, jetzt musst du mich erschießen, oder? Weil ich so ausgeplaudert habe. Haare gefärbt, Alex? Fragt gerade jemand. Das sind meine Haare, das sind meine Haare, nichts gefärbt, ey. Null.
Na, Ach Digga. ja. Genau. Alerus hat gerade gefragt, ob ich heute noch einen Metal-Stream mache. Ich werde auf alle Fälle später auch noch streamen, Leute. So, wer Bock hat, kommt nachher bei mir rein. Du Muss Schlampe. mal. Muss nachher mal gucken, wie es ist, wenn meine Freundin da ist, aber vielleicht schaue ich auch mal rein bei dir. Ja, guck schau mal Wenn ich rein, sie ey. treffe. Klar. Ja, klar. Okay, nee, dann, also meine Zigarette ist fertig, Rainer. Ich mache jetzt wieder ein bisschen weiter. Ich wünsche dir auch viel Spaß beim Klar. Streamen, Junge. Jo, Und dir auch noch einen schönen Tag. liebes Publikum, benehmt euch, gell? Benehmt euch beim Rainer. Alles klar? Okay, Rainer, Mädel, Jo, hau rein. Schönen gehört Abend dir dir. noch. Bis später oder bis dann. Danke dir. Ciao. So Leute, das war der gute Alex TV. Ach ja. Ah, Alex ist einfach nur genial, ey. Sau cooler Dude. Ich muss auch sagen, Alex ist tatsächlich der Erste, bei dem ich hier in den Stream gekommen bin. Also in den Ding. Ist der Erste gewesen, bei dem ich reingekommen bin und sofort gewusst habe, der Typ gefällt mir. Bei alle anderen habe ich immer erst überlegen müssen, hä, was, Aber Alex, ich kam rein. Sau cooler Dude, sau lustig drauf, sau genial. Hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Jo, was geht denn? Wahrscheinlich die Pasteten. Wie lange kennst du ihn schon? Oh Gott, wie lange kenne ich Alex? Seit ich hier bin eigentlich, ne? 2 oder 3 Jahre sind es mittlerweile schon. Dank dir, Drache. Dank dir, Drache. Ach so, ist sogar noch da. Jo. Wie lange kennen wir uns, Alex? So 2 Jahre auf jeden Fall, ne? Könnten schon 3 sein, oder? Bin ich schon 3 Jahre auf Juno? Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall kenne ich ihn, seit ich auf Juno bin, tatsächlich. So. Mit Alex kann man einfach so gut reden. Stimmt, ja. Mit Alex kann man immer richtig gut reden. Er ist so cool drauf. Macht immer Spaß. Ja, 2 Jahre circa. Alles klar. Nike schaut. Ach ja. Oh Mann, das ist so ein schlechtes Straßenwitz von früher noch. Hast Nike geschaut. Wie geht's Erdbeben? Was? Erdbeben. Wie geht's Erdbeben in Deutschland? Geht dir Beat um? Was? Kannst du bitte Deutsch sprechen? Das verstehe ich nicht. Jo. Musik ab. Dankeschön, Hexo, nee, Hexe offiziell, Dankeschön für 1000 Baran, alter Falter, was heute schon abgeht, voll krass. Moin Drache, Servus. Remo, du bist doch echt ein irrer Kerl, Alter. Jetzt hau dir ernsthaft Schröder 5000 Baran raus und hat Schröder 6500 im Ganzen rausgehauen. 5000 haut er raus, ne? 500. Ey, Remo, du bist echt ein irrer Kerl, Alter. Ohne Scheiß. Bin auch begeistert, das läuft jetzt die ganze Zeit nebenher. Und Inciferum war ja schon immer sau geil, aber das ist einfach echt ein richtig geniales Album. Beat auf Englisch. Naja, schon klar. Das neue, haben wir schon gehabt.
keiner was zu sagen, es ist einmal was ganz Neues. Schön dich in aller Frische zu sehen, Rainer. Alles gut bei dir? Bei mir ist alles klar. Drache, dein Bild hängt. Mein Bild hängt, ernsthaft? Du bist ja echt heftig drauf. Voll übertrieben, ey. Wobei das jetzt in Anführungszeichen für ihn doch normal ist. Beim letzten Mal hat er mir, was waren das damals, fast 10.000 Barren? Das war voll übertrieben, ey. Yep. Hast du Standbild oder ist das Bild nur gefreezed? Also bei mir, ich habe überhaupt kein Standbild. Ich sehe das Bild ganz normal bewegend. Ach, ich sichere mir nur den ersten Platz. Oh Mann. Ja, aber ich werde jetzt auch, denke ich, langsam offline gehen. Bei mir hängt es auch, okay. Naja, ich werde jetzt noch zwei Lieder oder was spielen. Und dann werde ich auch einmal offline gehen. Ich muss unbedingt noch aufnehmen heute. Man merkt, dass deine Hater zum größten Teil aus Kiddies bestehen. Alle in der Schule. Tatsächlich ist der Großteil meiner Hater nicht minderjährig. Sondern es sind so größtenteils zwischen 20 und 25-Jährige. Schon wieder eine Stunde gestreamt. Und weiter? Gestern habe ich anderthalb Stunden gestreamt. Mehr sogar. Ich verstehe nicht. Weißt du? Auf der einen Seite werde ich dauernd dumm angelabert, weil ich nur eine Stunde streame. Eine Stunde war schon immer mein Minimum. Ich stream immer Minimum eine Stunde, außer ich bin mit dem Handy kurz draußen am Haterfilmen streamen. Aber ich streame schon immer nur eine Stunde. Und gestern habe ich anderthalb Stunden oder was gestreamt. Remo sagt gerade sogar fast zwei Stunden. Also ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ich stream nicht immer nur eine Stunde. Eine Stunde ist mein Minimum-Stream. Bald geht's wieder. Was? Er bewegt sich wieder. Ah ja. Jo, läuft wieder. Na, seht ihr. Und eine Stunde war schon immer mein Minimum-Stream. Das war es schon von Anfang an. Ich habe von Anfang an schon Minimum eine Stunde gestreamt. Robin ist real. Dankeschön für die 400 Likes. Glaub mir, das besteht. Was ist das Beste? Vom Album kommt gleich. Ja, dann passt, ja. Meinst du Don't You Say? Robin ist real. Der ist auch immer gut dabei. Ja, ohne Scheiß. Ich wollte auch gerade sagen, nicht, dass ihr euch jetzt da gleich um den ersten Platz fightet, weil gestern war er auf dem ersten Platz. Julia habe ich auch schon lange. Julia, Quatsch. Wie komme ich auf Julia? Wir hatten die auf dem ersten Platz geheißen. Warum komme ich auf Julia? Honey war es nicht. Honey war nicht auf dem ersten Platz. Oder war Honey auf dem ersten Platz? Drache muss unterstützt werden. Dankeschön. Wir waren auf dem ersten Platz. War auch ein Mädchen, glaube ich, ne? Deswegen habe ich auch an Julia gedacht, wahrscheinlich. Richtig, Robin. Was magst du? Steffi? Stefanie? Nee. Weil, hat die Stefanie geheißen auf dem ersten Platz? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das Mädel auf dem ersten Platz habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen.
Oder hat sie Susi geheißen? Könnte ja auch sein. Ich glaube, es war irgendwas mit S. Ich gehe wieder. Schönen Tag, Rana. Juhu, hau rein. Dir auch noch einen schönen Tag. Erinnert mich an den Swing-Song, den ich kenne. Robin, ist really Dankeschön für die 400 Likes. Oh, jetzt haut er aber raus, der Gute. Übertreib's nicht so, ne? Wir machen jetzt dann eh gleich Schluss. Mr. Nobody, Dankeschön. Jetzt haut er aber raus, ey, ohne Scheiß, Robin, übertreib's nicht so, ne? Wir sind jetzt eh gleich fertig. Ist doch mal chilliger Stream heute. Das stimmt, ja. Willst du deine Haare lang wachsen lassen? Zurzeit nicht. Irgendwie habe ich bei Robin das Gefühl, dass wenn ich sage, mach langsamer, dass er erst recht raushaut. Also, umgekehrte Psychologie. Achtung. Robin, hau raus, hau die ganzen Bar und die ganzen Likes raus. Vielleicht funktioniert's ja. Willst du. Achso, haben wir schon gehabt. Ist doch nicht chilliger Stream heute. Oh, ich glaube, es hat funktioniert. Ah, es hat funktioniert. Cool. Also in Zukunft umgekehrte Psychologie. Dankeschön, Xibim. Sache, du bist. Korrekt. Freut mich. Was wirst du heute noch so essen? Weiß ich noch nicht. Warum der Hater unnötig? Was? Was ich heute noch essen werde? Vielleicht eine Pizza. Mal gucken. Auf jeden Fall die umgekehrte Psychologie funktioniert, das muss ich mir merken. Das ist Lieblingsfilm. Was ist dein Lieblingsfilm? Die Reise ins Labyrinth immer noch. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Läuft. Läuft immer. Lass es dir schmecken. Ja, mit 2G geschrieben. Hast du heute noch was? Noch so? Achso, aufnehmen. Guten Tag. Mhm. Oh, jetzt wird das Wetter aber schön. Sauber ist besser. Bäh. Würdest du die Pizza selbst machen? Oder einfach eine fertige Pizza essen? Ich schieb's in den Ofen. Ich kann auch Pizza selber machen, aber die ist jetzt in dem Fall eine, die ich einfach nur fertig aus auf dem Grill rost und dann einfach brutzeln so im Ofen. Hast du mal was? Bibel-Channel zugesehen. Tatsächlich habe ich überlegt, den Bibel-Channel mal als Gast beizutreten. Ich gebe dir Bäh, Star Wars ist das Beste. Bäh. Und ich habe nicht Bäh gesagt, ich habe Bäh gesagt. Mit W. Hab Schmecken extra Schmecken geschrieben. Es ist mir schon klar, dass es extra gemacht hast, das brauchst du nicht erklären. Was macht deine Nachbarn? Keine Ahnung. Ich habe bloß rausgeschaut, ob es regnet, aber es scheint richtig die Sonne gerade. Was hältst du vom Bibel-Channel? Keine Ahnung, ich habe nur einmal kurz reingeschaut. Aber ich krieg von Religion sowieso Ausschlag. Und naja. Narben, nicht Nachbarn. Ach so, die Narbe ist in Ordnung. Moin. Hast du gehört, das Schaf soll wieder da sein? Interessiert mich nicht und das will ich auch nicht wissen.
Trans Army. Jo. Kilian ist super. Die Welt ist der Bildschirm bzw. Fernseher vor dir. Was entfernt? Ne, wie weit? Achso. Ich würde sagen plus minus 2 Meter. So, nach dem Song machen wir mal Ende. Ich wollte eigentlich schon nach dem letzten beenden. Ich bin wieder überzogen vor lauter Gequatsche. Was macht dein Fernseher gerade? Was macht meine Freundin gerade? Meine Freundin? Keine Ahnung. Grüßt du bitte die Hater? Den Hater? Nö. Hebt euch bis zum nächsten Stream auf. Ist, glaube ich, besser, Leute. Voll übertrieben. Au. Na gut, Rainer. Ausnahmsweise. Was heißt hier ausnahmsweise? Dankeschön für die Likes. Nee, sind wir noch das gleiche Lied. Oder? Na gut, Rainer, was haben wir schon gehabt? Wie alt bist du eigentlich, Rainer? Ich bin seit dem 2.8.28. Nimm einfach meinen Tag und meinen Monat zu einer Zahl zusammen und dann weißt du, wie alt ich bin. Zum Glück bist du ein alter Mann, das geht dich alles nichts mehr an. Sing! So ungefähr, ja. Ein bisschen, ich habe den Namen vergessen. Ein bisschen Creator, ne, nicht Creator. Oder? Nee. Ach, ich habe jetzt den Namen, jetzt habe ich den Namen von der Band vergessen. Nicht vorsagen. Mach mal das als letztes Lied für heute. Das lässt sich ein bisschen leichter beenden dann. Knorkator war das, genau. Ich sag, du sollst mir nicht vorsagen. Mensch. Ihrer besten Freundin. Ich ein alter Mann, geht mich alles nicht mehr an. Der Rono schon.
Heul doch. Mach ich auch gleich. Aber erst wenn der Stream aus ist. Er wirkt Sven und wird von Yannick erschlagen. Dann mal bis zum nächsten Stream. Freue mich schon. Alles klar, dir auch einen schönen Tag noch. Warum ist da wenig Zuschauer? Wenig Zuschauer? Ich habe immer noch ungefähr 100 Zuschauer mehr als die anderen, oder? In diesem ödischen Jammertal. Das ist, weil du so früh streamst. Das weiß ich selber. 12.000 Likes, jawohl. Na gut, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Bedanke mich dafür, dass ihr jetzt dabei wart. Bedanke mich bei allen Zuschauern, weil ihr hier wieder so geil dabei wart und hier mitgeholfen habt. Bedanke mich ganz besonders noch bei Remo und auch bei den guten Robin für eure übertriebenen Likes. Jesse hat hier rausgehauen. Hexe offiziell hat hier rausgehauen. Fresh Maker hat hier rausgehauen. Tino hat hier rausgehauen. Was zur Hölle? Chris hat hier rausgehauen. Das sind ja alles ein Tausender. Dash hat rausgehauen, ein Tausender. Und bei Dominik geht es dann weiter mit 500. Und die Medizin hat auch 500 rausgehauen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung. Freut mich, dass ihr hier dabei wart, freut mich, dass es euch gefallen hat und würde sagen, bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin, euer Drache und tschö.